Kapitel 28 Ein Ideal der Schönheit. In freudigem Gespräch vertieft, saß das gesamte Team Polana Vatra in der Gemeinschaftsebene des Liga-Towers. Der erste Spieltag der Oberliga war beendet und viele Oberliga-Teams hatten sich versammelt, um über ihre Erfahrungen zu reden, egal ob gut oder schlecht. Team Polana Vatra hatte ausschließlich Ersteres. Im Duell gegen ihre floristischen Gegner hatten sie ihre Übermacht gnadenlos unter Beweis stellen können. Latios, der als Schiedsrichter des Duells diente, wirkte auch begeistert von der Performance Polana Vatras, die in Minuten einen eindeutigen Sieg eingefahren hatten. Auch ihre Gegner des Tages waren hier versammelt, zusammen mit rund 30 anderen Teams. Aurora dachte daran, wie groß die Oberliga eigentlich war, weshalb diese Anzahl an Teams eigentlich recht wenig war. Rang 400 bis 51 waren alle Teil hiervon. Deswegen war Aurora aber auch ziemlich sicher, dass viele Teams einfach noch keine Duelle gehabt hatten. Was sie jedoch mehr wunderte, war, dass sie Team Slash nirgends erblicken konnte. Irgendwie hatte sie sich eingebildet, dass Seraora auch etwas von ihrem Duell am ersten Spieltag gemurmelt hatte, weshalb sie seine Anwesenheit erwartet hatte. Oder hatte Team Slash etwa verloren und sie wollten deshalb nicht auftauchen? Sie fragte Latias, die zusammen mit ihrem Bruder Elementara und Kanimani als Schiedsrichter für diesen Spieltag verantwortlich gewesen waren. Als Champions hatten sie nicht die Notliga-Duelle zu kämpfen, weshalb es gewöhnlich war, dass solche Pokémon die Regie in anderen Duellen übernahmen. Hast du Team Slash irgendwo gesehen? Ich hatte erwartet, sie hier zu treffen. Verwirrt blickte Latias das Vulnona an. Wie? Sie sind in Crowning, wo sonst? Der Name des Ortes sagte Aurora natürlich etwas, doch sie wusste nicht, was ihre Rivalen an diesem Ort machten. Habt ihr den ganzen Wirbel letzte Woche nicht mitbekommen? Obwohl sie sich nur knapp qualifiziert haben, hat Team Slash überraschend das Oberliga-Turnier gewonnen und Team Mirror um ihren Königsliga-Platz erleichtert. Die beiden hatten heute ihr erstes Duell in der höchsten Liga. Team Slash in der obersten Liga. In der Königsliga. Irgendwo machte es in Auroras Augen Sinn, doch gleichzeitig kam es ihr seltsam vor. Hatte sie es in ihrem ganzen Training wirklich geschafft, die Ereignisse der letzten Saison so zu ignorieren? Vorsichtig fragte sie weiter, jedoch bereits im Bewusstsein, was die Antwort wäre. Und was lief in der Königsliga? Ich muss es verpasst haben über die ganzen Vorbereitungen weg. Das kann man dir nicht verübeln, aber ja, dass unser Team hier ist, sagt genug aus. Wir haben unseren Titel wieder einmal verteidigt. Dieses Mal gegen einen recht ungewöhnlichen Gegner. Team Aralsa, einfach benannt nach ihrem Kontinent. Ihr Teamleiter ist ein Olanga, der sich Alpha nennt, zusammen mit zwei Unlicht-Zoroark. Soweit ich weiß, stammen sie aus dem recht berüchtigten Barbarenstamm dort. Viel wusste Aurora zwar nicht über diese Gruppe, welche Latias gerade ansprach, doch von dem Stamm hatte sie bereits gehört. Sind das nicht diese Krieger, die den Wert eines Pokémon an seiner Stärke ausmachen? Genau die. Alpha ist ihr höchster Rang. Deswegen trägt ihr Anführer auch diesen Namen. Seine beiden Teamkollegen gehören zu ihrer Beta-Klasse. Also die beiden höchsten ihrer fünf. Alpha und Beta. Pokémon, die ihresgleichen in Klassen einteilten. Und irgendwo riefen auch diese Klassenbezeichnung etwas in Aurora hervor. Fünf Klassen. Alpha, Beta. Was wären die anderen drei Klassen? Aus der kasonischen Sprache, welche auch auf Aralsa gesprochen wird, entnommen, müssten es Gamma, Delta und Epsilon sein. Epsilon. Konnten die Barbaren irgendwie mit dem Plot echter zusammenhängen? Jedoch verwarf Aurora diesen Gedanken erst einmal, als sie sah, wie Elementara sich aus dem Saal entfernte. Sie hatte immer noch vor, in einer ruhigen Minute mit ihr zu reden und dieser Moment schien ihr sehr geeignet dafür. Auch Kel fing Auroras Blick auf. Was hast du vor? Ich muss mit Elementara reden. Sie braucht es, auch wenn sie es sich nicht eingestehen möchte.
Elementaras anwesende Teampartnerin wirkte nicht begeistert von der Idee. Sicher, dass sie nicht einfach Zeit für sich braucht? Sie will ja nicht einmal mit ihrem eigenen Team reden. Weshalb würde sie dir dann zuhören? Lass sie. Kell wirkte, als würden alte Erinnerungen in ihm hochkommen. Aurora hat recht. Ich kenne das Gefühl und Aurora konnte mir helfen, als ich keine andere Möglichkeit sah. Mit der Rückendeckung ihres Teampartners verließ Team Polana Vatras Teamleiterin die Ebene. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie keine Ahnung hatte, wohin sich Elementara begeben hatte. Du suchst Elementara! Monagoras Stimme überraschte Aurora und riss sie aus ihren Gedanken. Ja, weißt du, wo sie hin ist? Ich hab sie gerade hier nach oben gehen sehen. So wie ich sie einschätze, will sie alleine sein. Weshalb sie vermutlich auf Ebene 50 ist. Und ich weiß auch, dass ich dich nicht davon abhalten kann, ihr zu folgen, richtig? Richtig, danke für die Hilfe. Schnell rannte sie zum Aufzug und ließ Monagoras wortlos zurück. Zwar war es eigentlich verboten, Ebene 50 außerhalb eines großen Duelles zu betreten, doch genau wie auch Elementares wusste, wusste Aurora, dass niemand sie abhalten würde. Auch auf der Zielebene ertönte dasselbe Klingeln wie jedes Mal auf Ebene 47. Als die Tür sich öffnete, sah sie bereits, dass Monagoras nicht gelogen hatte. Elementara saß am Rande der Kuppel, gegenüberliegend vom Generator und blickte durch das Glas über die Stadt. Elementara! Ohne sich umzudrehen, antwortete die Anführerin des stärksten aller Teams. Was willst du? Mit dir reden! Ich will aber nicht mit dir reden, also kannst du wieder gehen. Natürlich ignorierte Aurora diese Worte gekonnt und setzte sich neben Elementara. Sag, was du sagen willst und dann geh wieder. Ich will alleine sein. Das stimmt nicht und das weißt du selber. Ich hatte erst vor 2 Wochen ein ähnliches Gespräch. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Nein, kannst du nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. Genau wie bei dem Gespräch mit Kell würde Aurora sich nicht davon abhalten lassen, Elementara zu helfen. Ob sie es nun wollte oder nicht. Ich möchte nicht einmal etwas sagen, Elementara, aber ich denke, dass du einiges hast, was du loswerden möchtest. Für einen Moment kehrte Stille ein. Du kannst offen mit mir reden, ich höre dir zu. Dafür sind Freunde da. Wieder blieb es kurz still. Doch Elementara begann anschließend zu reden. Ihre Stimme erfüllt von Trauer. Denkst du wirklich, dass Freundschaft mir jetzt noch etwas bedeutet? Du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Du hast nichts Derartiges durchgemacht. Meinst du, ich wurde von meinem eigenen Teamkameraden zum Sterben zurückgelassen? Denkst du nicht, dass es zumindest Parallelen gibt? Immer noch schien es, als würde Elementara nichts sagen wollen. Du kanntest ihn damals seit wenigen Wochen. Dakrai war anders. Er ist nicht gewissenlos. Kell etwa schon? Zwar stimmte Aurora ihrem eigenen Vergleich nicht ganz zu, da es Kells Verzweiflung mit böswilligem Verrat gleichsetzte, doch gegenüber Elementara erwähnte sie dies nicht. Nein, Kell ist kein schlechtes Pokémon, aber ich kannte Dakrai für Jahre. Er hat mich von Anfang an begleitet. Mit ihm bin ich damals in die Unterliga eingetreten und bis zum Champion-Titel stand er an meiner Seite. Es ist nicht fair, wieso würde er all dies tun, nur um mich zu verraten? Elementara, ich glaube nicht, dass irgendjemand so etwas tun würde, ohne jegliche emotionale Bindung. Genau hier liegt die Tücke Epsilons doch. Nur weil jemand ihm folgt, ist dieser Anhänger kein schlechtes Pokémon. Sie alle sehen in etwas Verdorbenem ein Ideal der Schönheit. Kein Mitglied dieser Sekte tut, was er tut, um böse zu sein. Auch da kenne ich, da bin ich mir sicher. Tatsächlich sprach Aurora aus Überzeugung, auch wenn sie die Plot-Elite natürlich als Feinde sah. Er will nur eine bessere Welt erschaffen, aber er geht die falschen Wege. Für einen Moment schien Elementara über diese Worte nachzudenken. Aurora, sei ehrlich zu mir. Denkst du wirklich, dass Dakrai tatsächlich ein Teil von Team Nordica war, um an meiner Seite zu kämpfen und nicht nur um diese Liga von innen zu zerstören? Ich denke es nicht, ich weiß es.
Du hast ihn über Jahre hinweg mehr und mehr kennengelernt. Solange kann niemand sein wahres Selbst verstecken. Wieder wirkte Elementara unüberzeugt. Und wieso hatte ich dann über Jahre keine Ahnung, dass er auf Epsilons Seite steht? Du hast ihm vertraut, aber so wie ich es mitbekomme, hast du in diesen Jahren auch ein Pokémon kennengelernt, das Vertrauen verdient und daran nie gezweifelt und mir beweist das, dass diese Annahme die Wahrheit ist. Wieder wandte Elementara sich ab, den Blick aus dem Fenster gerichtet. Dann beantworte mir noch eine Frage. Glaubst du, dass es irgendwie möglich ist, ihn zum Besseren zu bekehren? Denkst du, dass Darkrai sich noch ändern kann? Weniger sprach Aurora nun, um Elementara Mut zu machen, als tatsächlich, um sich selber zu überzeugen. Epsilon wird fallen. Er ist der Quell all dieser Lügen und dieser falschen Ideale. Wenn ihr Meister scheitert, dann werden auch seine Anhänger beginnen, neu zu denken. Ich sage es ehrlich so, wie es ist. Solange Epsilon herrscht, werden wir niemanden überzeugen können. Kein Anhänger Epsilons würde seine Ideale hinterfragen unter dem Einfluss des Plot-Echters. Aber wir werden ihn vernichten und dann werden wir nicht nur Darkrai, sondern alle Anhänger Epsilons zum Umdenken bewegen. Und dann erst, dann solltest du noch einmal mit ihm reden und dir dann eine Meinung bilden. Wahrscheinlich hast du recht. Eines Tages werde ich Darkrai wiedersehen, egal wie und was auch immer dann geschieht, ich werde die Wahrheit herausfinden. Wenn ich zumindest Sicherheit habe, ob nun im Guten oder im Schlechten, dann kann ich voranschreiten. Erfreut stellte Aurora fest, dass ihre Worte und dieses gesamte Gespräch offensichtlich tatsächlich die Wirkung erreichten, die sie sich erhofft hatte. Gerade wollte Aurora noch etwas sagen, als sie von einem Lichtblitz unterbrochen wurde. Ein weiteres Plothole. Als sie jedoch keine Veränderung in ihrer Umgebung bemerkte, fuhr sie fort. Bis dahin, Elementara, du hast immer noch deine Freunde und Teampartner, die sich um dich sorgen. Du darfst dich nicht von diesem Zwischenfall brechen lassen, auch wenn es dir derzeit schwerfällt zu vertrauen. Du solltest dein Vertrauen nicht verlieren. Sie sind immer noch deine Teamkollegen und ihr seid immer noch Team Nordica, das stärkste aller Teams der Liga. Ja, du hast recht. Und diesen Titel wollen wir auch behalten, egal ob mit Darkrai oder ohne. Du hast recht. Kurz blieben beide wieder still. Danke, Aurora. Du hast mir wirklich geholfen, auch wenn ich es nicht einsehen wollte. Dafür bin ich da. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht genau, wie du dich fühlst, aber ich verstehe, dass es dir nicht gut geht. Und ich weiß besser als jeder andere, dass man in Lagen wie diesen Hilfe braucht. Interessiert blickte Elementara ihre Freundin an. Woher das denn? Hat es bestimmte Gründe? Für einen Moment stockte Aurora. Sie hatte gerade erst so viel über Offenheit und Hilfe gepriesen. Darüber, dass man mit anderen reden sollte. Doch nun... Alte Erinnerungen quollen in ihr auf. Erinnerungen, welche sie schon zu lange versuchte zu verdrängen. Ich bin einfach noch nicht bereit, mit jemandem darüber zu reden. Es tut mir leid. Ihr Gegenüber wirkte verständnisvoll. Ich verstehe. Es gibt Dinge, die kann man nur den wenigsten erzählen. Traurig ergänzte Aurora. Und es gibt Pokémon, die niemanden finden können, dem sie so sehr vertrauen. Es sind wirklich sehr private Angelegenheiten, verstehst du? Elementara nickte bloß. Ja, mach dir keine Sorgen, ich werde nicht weiter nachhaken, aber wenn du dich irgendwann bereit fühlst, dann bin ich bereit, dir zuzuhören, ja? Ich schulde es dir. Irgendwo fühlte Aurora sich schuldig, dass sie nun selbst diejenige war, die sich weigerte zu reden. Jedoch, es war, wie Team Nordicas Leiterin es selber gesagt hatte. Es gab einfach Dinge, die man nicht einfach erzählen konnte. Eines Tages, so hoffte sie selber, würde Aurora bereit sein, über ihre Vergangenheit zu reden. Doch dafür musste erst mehr geschehen. Sie musste erst... wahrlich darüber hinwegkommen. Doch könnte sie das jemals so sehr, wie sie immer noch am Plot hing, um überhaupt weitermachen zu können? All ihre Gedanken wurden jedoch unterbrochen. Als sich die Eingangstür zur Ebene öffnete und ein Pokémon hektisch hereingestürmt kam. Kell, was ist los? Schnell, kommt mit, solange es noch hält. Ich...
Ich weiß, wer hinter Epsilon steckt.